Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück im Maria City, im verhagelten Maria City. Ja, weiter im Süden, in Stratos City nämlich, hagelt es gar nicht. Und es macht auch nicht wirklich den Anschein, als sei Winter. Man sieht die Wiese wie immer blühen, ne? Aber hier oben in Maria wird es definitiv wieder kälter. Und der Grund, weswegen ich wieder hier bin, Freunde, ist... dass ich noch nicht auf Route 15 kann, denn da steht irgendein Typ und meint, yo, da sind Bauarbeiten im Gange, so wie es bei Pokémon üblich der Fall ist, oder üblich ist, ne, dass da, sehr viele Bauarbeiten, stattfinden, keine Ahnung, und, da darf man jetzt nicht durchgehen, ne. Deswegen bin ich mal wieder geflogen mit Heslon. Denn, wenn ich schon mal in Stratos City bin, meine Freunde, habe ich mir gedacht, gönn ich dem Heslon ein kleines Training und gehe auf Ordoch-Jagd. Aber Heslon, so wie es eben ist, verliebte sich von Kopf bis Fuß in die Ordochs. But love is not coming back, my friends. So wie es eben öfter der Fall ist. Im Teenager-Alter verliebt sich der Heslon in jede x-beliebige. Aber keine verliebt sich zurück. Nö, die haben ihm Duplexiebe und Schellen verteilt. Und Heslon konnte nicht angreifen. Tja, irgendwann hat's Heslon dann aber gereicht. Dann hat er sie ermordet. Ein paar IP bekommen. Und Luftschnitt gelernt. Und jetzt schneidet er Luft! Er hat zwar immer noch keine feste Freundin gefunden, der liebe Heslon, aber das wird schon. Ne? Spätestens, wenn er zu einem wunderschönen Schwan wird. Aber bis dahin darf noch ein bisschen Zeit vergehen. Freunde, wir gehen weiter. Route 15 ist für uns definitiv nicht angesagt. Aber was angesagt ist, ist, ich würde mal sagen, die Höhle, die vor uns liegt, ne? Und das, was damit verbunden ist. Freunde, unser Zoroa ist fast auf Level 30. Und die Zoroa-Fans unter euch, die wissen, was das bedeutet. Denn Zoroa entwickelt sich auf Level 30 zu Zoroark. Und das, meine Freunde, ist mein fucking Lieblings-Pokémon. Und definitiv eine Bereicherung. Oh, er flucht sich hoch. Muss das sein? Ja, es muss auf jeden Fall sein. Die Entwicklung zumindest muss sein, Freunde. Denn ihr seht, ein Fluch von Zoroa macht einfach gar nicht... ein Fluch? What the hell? Eine Finte von Zoroa macht gar nichts. Wir müssen mehr Power reinbringen und das geht nur mit einer Entwicklung und die ist jetzt überfällig. Wir sind immer noch underleveled. Ne? Ihr müsst euch mal vorstellen, Pico Chilla ist auf Level 30, die letzte Arena-Leiterin war auf Level 32 und wir sind mit unserem Pokémon auf 6 und 7, 8 und 29. Ne? Mit den höchsten sind wir gerade mal auf 30 und das ist sehr, sehr low. So, Sternschauer kommt durch, den werden wir tanken, es ist ein spezieller Angriff, macht aber damn viel Schaden. So, die Finte trifft, wir outspeeden nicht wegen der Machtkette, was ein bisschen schade ist, weil ich hätte gerne mit Zoroa mal ein bisschen gekämpft, aber in Ordnung, dann eben nicht. Dann wechseln wir zu Captain Toad Junior und lassen, nochmal einen Sternschauer über uns ergehen. Oder eine Kehrschelle und dafür sind wir rausgeswitcht, weil ich hätte keinen Bock gehabt, eine Kehrschelle von Pico Chilla zu fressen, ne? Insbesondere, wow, wenn es fünfmal trifft, holy shit. Okay, bruh, what the hell? Ja, Zoroa wäre auf jeden Fall weg gewesen. Ich habe Captain Toad die Überreste gegeben, um mich gegen den Hagel ein bisschen gegenzuheilen, aber naja, in dieser, ne, gerade jetzt bringt es mir nicht viel. Heslon, was für eine Verteidigung? 32. Du hast die gleiche Verteidigung wie Captain Toad. Und ähnlich viele KP. Naja, gut. Captain Toad hat nochmal 10 KP mehr, aber ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt wieder 5-mal mit Kehrschelle trifft, dieser Gauner. Alter Schwede, das war beängstigend. Ein Crit und es wäre aus gewesen. Sternschauer, okay. Boom. Das durfte ich relativ gut tanken. Ja, diese blöden Hagelkörner, ne? So, darf ich mal Luft schneiden? So, wir outspeeden tatsächlich, wow! Und schneiden Luft! Den Move haben wir gelernt,
als wir die ganzen Ordochs ermordet haben, ne, weil sie uns nicht geliebt haben. Ey Leute, stellt euch mal vor, so eine kleine hässliche Ente, die sich in alle Ordochs verknallt. Und aufgrund davon, dass sich keine zurückverliebt, einfach alle ermordet. Oh je. So, Sesokids können wir mit einem Stab-Luftschnitt wahrscheinlich wegknallen. Oh, Sprungkick. Zum Glück resisten wir das. Zum Glück resisten wir das. Hot damn. Und das dürfte nicht reichen. Wow, das reicht nicht. Ja gut, jetzt will ich keinen Tackle oder so abkriegen. Von daher gehen wir mal zu Captain Toad. Captain Toad resistet alle Kampfattacken und Pflanzenattacken. Und zwar vierfach. Bodycheck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat viel zu viel Damage gemacht. Holy shit. Ohne die Belebekraft. Ich muss zu Madame Wurmler und einen Hit tanken. Ah, das gefällt mir gar nicht. Dieses blöde Rumgeswitch, Alter. Aber das olle Ding mit dem Bodycheck. Man, nicht mal ein Tackle, sondern gleich ein Bodycheck hat das Ding, ne? Übertrieben. Ja gut, dann, wow, wir sind beim ersten Trainer. Und schaut euch mal unser Team an. Schaut euch mal unser Team an, wie das gerade zugerichtet wurde. Wow. Egal, ich gehe nochmal kurz zurück nach Maria, um ein paar Tränke zu besorgen, weil mir ist gerade aufgefallen, dass wir definitiv ein paar Tränke gebrauchen könnten, falls wir jetzt eine längere Reise vor uns haben. Ich weiß ja nicht, wie groß oder wie lang diese Höhle ist, ne? Und wenn wir schon so zugesetzt werden von so einem Trainer, Alter, pff, hot damn, dann will ich das nicht wissen. So. Okay, wir kaufen uns Tränke. Ja, du kannst helfen, du kannst mir ein paar... Oh, Superbälle kannst du mir auch verkaufen, mein Freund. Dankeschön. Dann ein paar Tränke. Ein paar Supertränke. Und ein paar Hypertränke. Ja, das passt. Ne? Superschutz, ja, Superschutz kann man auch mal mitnehmen. So, warum nicht? Und Schutz normal kann man auch mal mitnehmen. Ja, kaufen wir uns von allem einfach alles. So, was verkaufst du denn, mein Freund? Ah, okay, spezielle Bälle und Briefe. Okay, das kratzt mich gar nicht, interessiert mich null. So. Meine Freunde, wir machen uns wieder auf den Weg. Dieses Mal hoffentlich ein bisschen besser gerüstet. So, dich ignoriere ich jetzt einfach mal gekonnt. Und gehe weiter. So, Sesokids, Alter. Ich habe Angst vor diesen Sesokids. Bodycheck, Sprungkick, alter Schwede, alles kann der. Aber hey, weißt du was, du bist auf Level 23, Alter. Ich hoffe, dass ich dich one-shotten kann. Bodycheck, du outspeedest mich. Wegen der beschissenen Machtkette, Alter. Diese blöde Machtkette. Das gibt's doch nicht. Na egal, sobald wir sie ausziehen, ne... Sobald wir die Machtkette ausziehen, da passt das schon. Ja, jetzt muss ich aber wieder switchen. Naja, gut, dann gehe ich zu Heslon, weil, Heslon, bekommt sowieso EP. Egelsamen, hot damn. Ja gut, wir outspeeden, das ist okay. Ah, die Egelsamen, Alter. Super nerviger Move. So, Luftschnitt. Wow, er outspeedete uns tatsächlich auf Level 23. Not bad. So, 190 EP. Alter, immer noch kein Level weitergekommen. Das ist richtig ätzend. Ja gut, egal. Wir gehen trotzdem weiter. Und sind schon fast wieder da, wo wir waren. Sesokids. Toad Junior. Will ich das risken gerade? Nee. Will ich Hottie rein switchen? Nee, Heslon. Heslon muss trainiert werden, Freunde, weil, ne, die nächste Arena ist eine Bodenarena und, ja, mit diesem Pokémon haben wir eine Chance. Oh mein Gott, warum macht das so viel Damage?
Ich weiß, es ist ein Step-Body-Check, aber Alter, Mann, übertreib doch mal nicht. So, du hast kein Holzgeweih, du hast nicht mal ein Geweih, Junge. Geh dich mal vergraben, Finte, okay. Ja, wir resisten. Und ja, jetzt kommt ein Knirscher. Ich muss, glaube ich, Schlawiner generell... Ne, das Ding ist halt, alle Gegner sind stärker als wir. Ich muss Schlawiner trainieren, unbedingt. Und er überlebt einfach. Und jetzt kommen die Egelsamen und er... Warte mal, Hagel kommt zuerst, ne? Ja, das dürfte reichen. Dankeschön. Merci, merci, merci. Und endlich erreicht Soroa Level 30. Und wir kommen auf 62 Angriff. Das ist gar nicht mal mies. Und jetzt, meine lieben Freunde, ist es soweit. Mein Lieblings-Pokémon Soroa entwickelt sich zu Zoroark. Und ich hoffe, dass das ein bisschen Power mit sich bringt. Wir hatten 63 Spezialangriff, 52 Angriff. Oder umgekehrt, 53 Angriff, 62 Spezialangriff. Irgendwo um den Init rum. Alter, ist das cool, Mann. Oh, es ist cool. Alter Schwede, ist das cool. Und jetzt will er Nachthieb lernen. Okay. Die Sache ist, Finte, 60 Stärke, trifft dafür immer. Nachthieb, 70 Stärke und hat eine hohe Volltrefferquote. Das heißt, Finte ist zwar ein guter Move, aber Nachthieb ist einfach ein bisschen besser. Und ich kann nicht zwei Slots für Step-Moves draufgehen lassen. Von daher, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie Zoroark sich gemacht hat. Alter, wir haben einfach einen Zoroark in der Party, Mann. Wir haben einfach einen fucking Zoroark in der Party. Der Angriff ist auf 77 und der Spezialangriff auf 86. Okay, also beide Angriffe sind um 20 gestiegen und der Init ist auf 92. Somit ist Zoroark das schnellste Pokémon im Team. Nicht einmal... Wow. Nicht einmal Madame Wurmler ist so schnell. Und Wurmler war bisher immer unser schnellstes Pokémon nebst Arcani. Holy shit, und dann noch mit weitem Abstand, ne? 92 Speed, oh shit. Cool, also Verteidigung ist immer noch auf 45, Spezialverteidigung auf 50. Alter, die Werte haben sich massiv verbessert. Holy shit. Das Ding hat einen höheren Angriff als Rockaiman. Und Hotti. Und fucking Wurmler! Das Ding hat den höchsten Angriff von allen. Und so viel mehr Death hat jetzt Madame Wurmler auch nicht. Geschweige denn von Roy... Alter, also Zoroark ist gerade unser MVP geworden. Mit einem Levelaufstieg. Holy shit. Okay. Ja, dann testen wir das doch mal aus. Finte hat vorher, sagen wir... 30% gemacht. Das Ding ist halt, wenn er mit Sprungkick mich trifft, dann bin ich weg. Will ich das riskieren? Ach, ich vertraue auf Zoroark, Alter. Nachthieb, come on. Bam. Und jetzt one-shottet er es einfach. Er one-shottet das Ding. Vorhin hat das circa 50%, wenn überhaupt, gemacht. Und jetzt one-shottet er es. Nice, Alter. Okay, jetzt bin ich sehr zufrieden. Wir legen uns aber noch mal ganz kurz hier hin. So, dein Team scheint fit zu sein. Das ist wunderbar. Das ist sehr, sehr schön. Okay, wir haben nun ein Zoroark und hier ist die Elektro... Was? Elektrolithöhle. Warte, was? Eine elektrisierende Erfahrung. Okay. Also gibt es hier Elektro-Pokémon tatsächlich. Alright. Dann schauen wir uns mal an, was da drin auf uns wartet. Ja, Heslon kann ich nicht einsetzen. Ich muss mit Captain Toad eigentlich da rein, weil wir resisten halt die Elektro-Attacken mit Captain Toad und töten nicht alles One-Shot. Was ist das denn, Alter? Oh nein. Was will die denn hier? Was will die denn da? Will die kämpfen, oder? Nee, die kämpft doch gar nicht, oder? What the fuck? Oh, shit. Unser Encounter, Leute. Und unser Encounter ist ein Wattzapf. Yo! Ich bin nicht böse. Ich bin nicht böse. Alter, Wattzapf ist cool. Wattzapf ist super cool. Okay, ich gehe mal für eine Finte. Käferbiss, oh. Okay.
Alright. What's up? Ich meine, wir haben gehört, dass es hier in dieser Höhle Castador geben kann. Elektronetz. Nicht sehr effektiv. Innet sinkt, okay. Wir haben gehört, dass es hier Castador geben kann. Castador wäre natürlich super gewesen. Also so ein Ferrothorn zu haben, wäre natürlich krass. Aber hey, ganz ehrlich, ein fucking WhatsApp ist mindestens genauso cool. Vor allem durch den Stahltypen von Castador hat es auch keine Bodenresistance. Das heißt, es wird neutral gegen Bodenattacken getroffen. Und WhatsApp hat den Käfertypen, das heißt, wir haben ein Elektro-Pokémon, was neutral von Bodenattacken getroffen wird. Und das ist super, das ist ein super guter Typ. Außerdem muss man sagen, dass Elektro in dieser Gen auf jeden Fall noch wertvoller ist als Stahl, weil es gibt keine Feen. Ja, es gibt halt noch keine Feen. Und wir haben WhatsApp gefangen, Alter. Nice. Es gibt halt noch keine Feen und deswegen ist der Stahltyp, na gut, wird Stahl noch resisted, Stahl noch Unlicht? Nein, in dieser Gen doch nicht mehr, oder? Oder war der Change ab 6. Gen? Ich weiß es eben nicht mehr, aber egal. Also ich bin nicht böse, Castador, ne, ehrlich gesagt, wir hätten Madame Wurmler, wir hätten Captain Toad Jr. und wir hätten Ferrothorn, alle drei Pflanzen-Pokémon und das ist halt nicht... Mit WhatsApp, dem Käfer, Elektro-Pokémon bin ich auf jeden Fall richtig zufrieden, Alter. Da es selbst keinen Strom erzeugen kann, klettert es auf andere Pokémon, um ihnen elektrostatische Energie abzusaugen. Okay. Spitznamen geben. Wie nenne ich sowas? Da mit dir hatte ich gar nicht gerechnet, Alter. Zäpfchen? Zapfi? Spinnerei? Spinnerei. Schweinerei, Spinnerei. Oh Mann. Wisst ihr, wie ich ihn nenne? Ich glaube, ich nenne ihn Widow. Es ist zwar ein Männchen, aber... Aber Widow ist einfach ein cooler Name. Außerdem heißt eine Spinnenart die schwarze Witwe. Und das nicht, weil sie eine Witwe ist, sondern... Ist sie? Warte mal, weil sie ihre Männchen frisst, oder? Ist sie eine Witwe? Ich glaube, das war so. Oder sie tötet Menschen... Männer und hinterlässt ihren Frauen als Witwe. Eins von beiden, keine Ahnung. So, was willst du? Hey! Wusstest du schon, dass ich... warte mal, wir sehen uns ein fucking Ewigkeit nicht. Ich bin fast verreckt währenddessen, habe harte Kämpfe hinter mir und du sagst nicht mal, hey, wie geht's? Was geht bei dir und so? Sondern, hey, wusstest du das? So, hey, wusstest du, dass schwebende Steine schweben? Oh Mann, Alter, was bist du für eine Freundin? Dieser Ort ist seit jeher mit elektrischer Energie aufgeladen. Okay, die elektrischen Ladungen reagieren miteinander, was zu Phänomenen der schwebenden Steine führt. Okay. Um eine hatte ich vergessen, dass ich hier etwas untersuchen wollte. Bis später. Okay. Alter, also mit WhatsApp bin ich definitiv nicht böse, Alter. Ich finde WhatsApp ein super cooles Pokémon. Oh, warte mal, jetzt wo wir den Encounter ja, haben, könnte ich theoretisch Captain Toad, ne, mal sein lassen. Ich gehe mal zu Hottie, weil, warum nicht? Ne, wir müssen die Pokémon trainieren. Ihr seht, die wilden Pokémon sind hier schon so hart drauf. Magensäfte. Oh, die Fähigkeit wird unterdrückt. Das heißt, ja, okay, cool. Dann treffe ich jetzt noch sicherer. Krieg zwar keinen Boost mehr, aber in Ordnung. Das reicht trotzdem, um dich zu plätten. Heslon, Alter. Ja, Heslon wird ein bisschen schwierig zu trainieren in dieser Elektrohöhle, aber in Ordnung. Ich switche mal mit Zoroark nach vorne. Alter, wir haben einfach einen Zoroark, was jetzt alles in jeden auseinander nimmt. Okay.
was ist denn hier ein Item? Ich habe keine Ahnung, was in dieser Höhle noch ist. Da ist ein Castaduo. Okay. Yo, was ist mit dem los? Beyblade oder was? Ja, wie gesagt, ich bin nicht sauer, ganz ehrlich. Also, ne, ich gehe mal für einen Nachthieb. Einfach mal, um zu gucken, was es macht. Na, das... Oh, tatsächlich wird das in dieser Gen noch resistet und ich wehre die fucking Nadelrakete ab, Alter. Die mich effektiv getroffen hätte. Ich gehe zu Heslon, weil Heslon, ne, Castaduo hat keine Elektroattacken. Und Heslon trifft mit dem Luftschnitt speziell. Und wir resisten. Ja. Alter, haut da eine Nadelrakete raus, ey. Holy shit. Gut, die hätte ich wahrscheinlich getankt, dass sie nicht stab ist und so, aber trotzdem. So, Luftschnitt, das dürfte reichen. Das dürfte schon reichen. Nicht? What? Okay, Metallklaue. Bro, das wird auch resist. Alter, Wasser, Flug ist ein ziemlich guter Move. Ein ziemlich guter Typ, ne? Eisenabwehr, ja, mach du das mal. Das bringt dir null, mein Freund. Null. Castaduo. Ich bin wirklich nicht böse, dass wir Wazapf bekommen haben. Ich bin fast froh, dass wir Wazapf bekommen haben, weil Wazapf ist einfach ein unglaublich gutes Pokémon. Ne? Ein Elektro-Pokémon, was keine Bodenschwäche hat. Das ist schon sehr, sehr gut. Dafür haben wir einen weiteren Kandidaten für, ne, Feuer-Moves, sag ich jetzt mal. Oh, warte mal, ich muss den auf die andere Seite schieben, ne? Oh, hier hätte es noch Klick gegeben. Aber hey, again, meine Freunde, ich bin nicht böse, dass wir, ne, keine Klick bekommen haben, weil Klick ist halt, oh, warte mal, das wird resisted von Stahl. Stimmt. Wie oft will ich das noch vergessen? Klammergriff. Weil Klick ist halt wieder ein, Alter, ist das Sprite awesome! Yo, das Sprite ist richtig awesome von Zoroark. Ja, wie gesagt, Klick wäre halt ein Pokémon, was wieder gegen Bodenattacken schwach wäre. Und das ist halt, naja, ne? Wäre ebenfalls nicht gut gewesen. So, Schaufler ist effektiv, boom, das war's. Vom Resisteten zum Super-Effektiven oder sehr-Effektiven. In dieser Gen tatsächlich noch Resisted von Stahl. Stimmt, Metagross war in der fünften Gen richtig OP. Ja, true. So, Heslon kommt auf Level 28. Wann entwickelt sich eigentlich das Ding? Das wäre mal noch so eine Frage, die ich da hätte. Oh, hier gibt's Trainer. Oh je. Und dann gibt's da so einen Scientologen, ne? Okay, wisst ihr was, Leute? Ich gehe mal mit Schlawiner vor. Das Ding ist halt, Schlawiner ist ein Boden-Pokémon. Und das heißt, ich dürfte Boden-Pokémon, Elektro-Pokémon relativ gut immunisieren. In dieser Höhle findet man überall elektrisch geladenes Gestein. Überall! Diese Felsen laden mich förmlich mit Tatendrang auf. Okay, schauen wir mal, was der Junge da am Start hat. Ich hoffe nicht wieder X irgendetwas. Forscher Gennady. Magneton, perfekt. Magneton kann mir gar nichts, Alter. Magneton wird vierfach effektiv getroffen. Level 33, mein Junge. Level 3 und X Angriff auf ein Magneton. Okay, du bist nicht... Du warst wahrscheinlich der Schlechteste der Klasse, oder? Du warst der Schlechteste der Forscherklasse. Du hast das nicht ganz verstanden mit der Physik und so, ne? Das war dein... Das war nicht so dein Fach. Oh, du hast Robustheit. Ah, okay. Magnetbombe. Oh, fuck. War das nicht sogar physisch? Okay. Ups. Knirscher müsste reichen. Ich meine, er hat noch ein KP. Dankeschön. Level 33, Alter. Und wir sind mit unserem stärksten Pokémon knapp auf 30. What the fuck? So, der Angriff kommt auf 62. Das ist okay, aber es ist halt nicht hoch, ne? Puh, okay, 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 okay. Ich sollte vielleicht einen Schutz einsetzen, weil diese ständigen Encounter gehen mir ein bisschen auf den Sack. Ehrlich gesagt.
WhatsApp. Was hat eigentlich unser WhatsApp? Hat das auch Anspannung, ne? Anspannung war keine Beeren mehr essen. Das ist gar nicht mal scheiße für einen Arena-Kampf. Muss man dazu sagen, ne? Zornklinge, oh oh, das ist sehr effektiv tatsächlich. Die Knirscher macht 80 Damage, Felsgrab macht 50 Damage. Das heißt, Felsgrab sehr effektiv wäre 100 und Knirscher ist 120? Warte mal, nee. Doch, 120. Wow, Knirscher macht mehr Schaden als ein sehr effektiver Angriff. Holy shit, okay. Aber wenn man sich mal ansieht, wie krass Heslon, wie krass Schlawiner wieder am Struggeln ist hier gegen die random Pokémon. Ne? Okay, ich heile ihn mal, weil wir haben ja genügend Items. Weißt du was, wir setzen mal ein paar Tränke ein. Einerseits für Zoroark, andererseits für Heslon, nochmal andererseits für den Schlawiner Boy. So, ja, wir müssen definitiv unsere MVPs auch mal trainieren, weil langsam sind wir an dem Punkt, wo nicht mal diese Pokémon, oh, warte mal, den muss ich hier hinmachen. Wo nicht mal diese Pokémon gut gelevelt sind, ne? So, Freunde, ich würde aber sagen, das war's wieder für die heutige Folge. Wir sparen uns den Rest dieser Höhle für den nächsten Part und dann geht's, glaube ich, schon in die Arena rein, ne? Weil viel mehr können wir da nicht mehr machen. So, ne? Also ich weiß nicht, wo die Höhle hinführt, aber auf jeden Fall wird bald die nächste Arena anstehen und wir sehen Level 30, 35. Ich glaube, der Arenaleiter wird irgendwo zwischen 5 und 37 sich bewegen und das ist schon sehr krass, Alter. Wenn man bedenkt, dass keines meiner Pokémon über 31 ist, das ist heavy. Dann werde ich wahrscheinlich noch eine Grinding-Session einlegen zwischen dem übernächsten und dem überübernächsten Part oder so. Beziehungsweise zwischen dem nächsten und dem übernächsten Part, so rum. Tja. We'll see, Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Lasst einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Stay hyped für weitere Pokémon Black and White 2 Nuzlocke Challenge Parts und generell für Sachen, die auf dem Kanal kommen. Ich will nicht spoilern, aber da kommen weitere coole Projekte auf euch zu, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und bye-bye.